Hallo und herzlich willkommen zur Folge 24 von unserem EverQuest Let's Play. Wir sind jetzt schon in CT drin. Ich zeige gleich mal, wenn ich rauszoome, wo das ist. Ist aber eigentlich nicht so schwierig zu finden. Ich habe schon ein paar Mal gezeigt, eq2i.com. Findet man alles, wenn man ein bisschen Englisch kann, was man wissen muss. Klingt gar nicht so schlecht, was du da hast. Hier ist gedroppt, ich dachte. Kannst besser gebrauchen als ich. Ja, wir legen mal gleich los mit hier ein bisschen was plätten, damit wir wenigstens schon mal in diesem Teil da unten einen kleinen Teil dieser Pyramide zeigen können. Der innere Kern sozusagen. Der Rest wird sich dann nachher hier oben drauf abspielen. Wobei das Innere ein ganzes Stück größer ist. Also diese ganz verschachtelten Gänge und sowas da. Stimmt, das geht noch ziemlich weit rein. Schon, ja, das hier drin ist auch noch eine Raid-Instanz. Yep. Hab ich immer aber mal irgendwo gesehen. War da schon mal jemand? Ja, doch, wir waren schon mal da. Aber nur so zum Spaß. Glaubst du, wirklich effektiv ist da keiner reingegangen. Es sei denn, das war noch ganz am Anfang, wo ich noch nicht dabei war. Wir befinden uns hier noch im Urspiel. Ohne Erweiterungen, ohne alles. Das gehört noch ganz normal zum ersten Teil des Spiels, als das rausgekommen ist. Oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, damit der Heiler hier nicht zu sehr auf die Füße. Ja, das geht schon. Ja, also wie gesagt, das hier noch das Urspiel, alles ohne Addons, so wie es noch direkt am Anfang rauskam. Und ab Level 50, oh, was war das? Waren das die Katzen? Natürlich waren das die Katzen. Oh, sorry, hab noch die Spinne gepult. Ab Level 50 gibt's das die erste Erweiterung, oder gab's die erste Erweiterung? Ich glaube, die hat theoretisch schon ab 45 angefangen. Ja, aber, ja, da war alles gelb, ja, ging aber noch. Effektiv erst ab 50 eigentlich. Und da gehen wir dann auch als nächstes hin, wenn wir hier erstmal soweit durch sind. Wie gesagt, Urspiel bis Level 50, 45, irgend sowas. Urspiel ging bis 50. Doof, also ja. Desert of Flames hat's dann auf 60 angehoben. Genau, dann Kingdom of Sky, da ging es dann auf 70. Nein. Nee, noch nicht? Nee, oder? Doch, es ging auf 70, aber genau. Echoes of Fateway hat keine Levelerhöhung gebracht, das war's, genau. Genau, Echoes of Fateway kam aber. Kam das vorher? Nee, das ist das dritte Addon. Genau. Keine Levelerhöhung, aber schöne Gebiete, wie ich finde. Und sehr schöne Instanzen. Yep. Also, ich freue mich eigentlich auf Echoes of Fateway. Lass uns mal am besten gleich hochgehen. Dann können wir oben das Ring-Event vielleicht noch machen. Okay, ich dachte, wir wollten hier unten das drin zeigen, aber gut, nee. Dann gehen wir mal hoch. Ich hoffe, dass das nicht zu hoch für uns ist. Nö. Lass mal hier in die Ecke, holen wir mal die Jungs. Autsch. Wieso ruckelt denn das so? Ziehen nicht sichtbar, willst du mich verarschen? Habt ihr den mal abgenommen? Ja, sehr gute Idee. Wobei mir Gudrun hier alles abnehmen sollte. Ja, aber von der Stufe hier ist gut eigentlich. Ja, perfekt. Besser als das unten in Obi. Das ist einfach zu hart. Die Level Range halt in Obi ist wirklich echt krass. Ach, aber auf der Maustaste das Kion ist schon echt eine clevere Idee. Ich glaube, die andere Maustaste muss die Gruppenregeneration werden. So, gehen wir gleich durch, oder was? Ja, direkt durch zum Ring-Event. Und vor allen Dingen zu den zwei Names, die eventuell da stehen. Die eh nie ab sind, willst du sagen? Ja. Ja, vielleicht haben wir ja Glück. Ich bin skeptisch. So oft, wie ich hier war und die nie da waren. Ja, das stimmt. Aber wir immer als wir hier drin waren, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, war wirklich verdammt viel los. So. Slash eingeben. Wir sind zu zweit hier drin, von daher. Nee, ich wollte gerade sagen, das dürfte jetzt nicht mehr der Fall sein. Die ganze Zeit diese Roma. Das ist eigentlich ziemlich das Nervigste hier. Überall Roma. Ja, vor allem auch saueng aneinander, also man kann die kaum umgehen. Am besten sucht man sich mal die Gruppen aus, in die man reinhüpft. Name
nehmt nicht ab. Ah, vergiss nicht, Kämpfe ist sinnlos. Ich weiß. Er sagt's ja oft genug. Der Schwätzer. Ja. Diese komischen Echsenmenschen hier. Gibt's die Lore Legend erst hier? Nee, oder haben wir die schon angefangen? Ich glaube, es gibt es hier. Also, ich wüsste jetzt nicht, wo vorher diese. Da ist der Named Up, komm. Ja, perfekt. Hätte es vielleicht versuchen können, nicht unbedingt, nicht zwingend alles zu ziehen, weil. Genau, weil die Castingzeit schon verhindert, dass du überhaupt eine Heilung kriegst. Verdammt! Der ist doch gar nicht so böse. Scheinbar doch. Wo ist denn die Gudrun? Mittendrin standen wir dabei wahrscheinlich. Ja, endlich. Ist das wenigstens auch weiß für mich? Ui, 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 ui. Warte mal, ich nehme dir das mal ab. Ach, auf mir ist egal. Gott sei Dank habe ich ein neues Mana bekommen. 680? Oh. 86 was? Jetzt wird's interessant. Feuersturm. Macht jetzt 680 Area. Point blank. Echsenzahn, endlich. Sehr gut. Und die Rätselkiste. Sehr gut. Und bumm. Doch nicht. Ah, die Rätselkiste habe ich. Agi, Wisdom. Plus 6 Waffenkünste, ja, das bringt's mir. Aber sehr viel Schutz. Das nehmen wir doch mal gleich. Sommerjong. Dann würde ich sagen. Können wir gerade hier weiter. Gängeln wir uns hier mal durch. Vielleicht ziehen wir ja nicht unbedingt was. So. Gerade hoch. Ja gut, Roma und so. Erstmal. Dann holen wir erstmal den. Genau, und den. Oh. Die bringt doch was mit. Oh, guck mal, da kommen noch mehr. Klar, lass mich ruhig arbeiten. So. Ich könnte theoretisch auch einen Mesmerizer. Der Daywalker nervt. Ich habe aber eigentlich alles jetzt auf mir. Ich verstehe gar nicht, was das soll. Also jetzt hier, der Platz ist echt ein bisschen zu eng. Ja, wobei man sagen muss, wenn du sie einmal umgelegt hast, dann geht's ja eigentlich. Ja. Das gibt's ganz halt überhaupt nicht mehr auf. Ja, ich hab auch die zwei gepult. Dachte, wenn wir schon einmal so schön dabei sind. Gute Idee, guter Ansatz. Da läuft der nächste. Den hat aber jetzt der Daywalker gepult. Ja, schön. Kurz mal Mana treffen. Ach ne, brauche ich ja gar nicht. Ich wollte gerade sagen, hast du nicht gerade 10%? Ja. Jetzt links und rechts werden angeblich noch ein End. Ja, ganz oben drauf. Aber ich würde erstmal die ganzen Aufgänge leer machen und dann rennen wir gerade hoch. Genau. Der eine ist sogar ab. Den anderen sehe ich mal von hier aus noch nicht. Ey, dann holen wir uns den mal gleich, der oben ist. Hey, was ist denn das für ein Lauf? Die Gudrun läuft im Kreis wie so eine Gestörte. Manchmal ist dieses Pathfinding nicht so prickelnd. Nenn ich es einfach mal. Die Spinne hat es auch gleich. Nee, doch nicht. Dann können wir jetzt eigentlich theoretisch hoch und nehmen holen gehen. Ja, machen wir auch. Dribble Up mit zwei Double Ups. Nee, ein Double und. Wenn du reinrennst, ist nicht der Bringer. Willst du die Gudrun in Zukunft dann draufschicken, oder was?
Nee, ich lass mich reinrennen, weil mich Gudrun direkt verteidigt. Dein Daywalker sehe ich nicht. Du kannst ja auch anstellen, dass die Gudrun mich verteidigt. Ja, dann bin ich aber so aufgeschmissen. EZ? Ich sehe den Typ nicht. Hier steht sie, Spinne. Ah ja, stimmt, nicht sichtbar, weil du vor dem Ding stehst. Da ist noch so ein Altar davor. Nee, das meine ich nicht, dein Daywalker, deswegen konnte ich ihn nicht heilen. Ach so. Ja. Wenn er sich versteckt. Ja, das ist schuld. Das ist natürlich richtig. Waldblüte 6. Was macht das? 268. Man merkt, wie ohne den die DPS extrem runtergeht jetzt mittlerweile. Jupp. Irgendwas gekriegt. Viel Schrott. Sekunde. Eine Minute braucht der Woche noch. Der andere ist nicht, aber du hast. Hab ich nicht gesehen. Schon mal gerade, ich binde den. Doch. Boss wollte ich erst machen, wenn dein Typ wieder da ist. Ja. Also der ist ab. Sehr schön. Krass, wie ich keinen Schaden mache. Autsch. Wie viel Zeit hast du noch, bis der Hans wiederkommt? 15 Sekunden. Das ist ja im Rahmen. Au. Klagesänger. Top. Och ja, genau, Imp. Was? Imp? Ja. Total nervig. So, Moment. Warte, stopp, es gibt noch Herzen und so. Ich hab ja noch zu bekommen haben. So, wie machen wir es jetzt? Ich schicke einfach Gudrun rein und dann gehen wir rein. Ja, dann auf. Kann ich nicht. Weil der hinten dran steht, dann schicke ich auf den anderen, fertig. Oh, das so. Die rennt aber. Jetzt. Ah, cool, die hat noch was gepult. Boah, die giftige Masse hier, Erika. Die hat die von unten geholt, weil sie unten rumgelaufen ist, die blöde Kuh. Die hat's raus. Und noch ein AA, so muss das sein. Blick. Oh, exquisit. Das ist ja exquisit heute wieder. Absolut. Komm. Sind wir alle voll? Ja, sehr gut. Tödlicher Instinkt. Wow, das gab aber viel Schaden. Waldleiter. Was ist das? Wissen. Wissen und Int. Ja, mal beide Bedarf. Nimm du's, ich hab schon was Gutes. Gut, ich hab da gar nichts an. Also, schon, meins aber... Meins ist eigentlich schon fast so gut wie das. Und das kann man erst wesentlich später tragen, von daher. 44. So, wir müssen... Also das Ring-Event schaffen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. In der Folge. Nee, zeitlich könnte das knapp werden. Aber wir können es schon hochprügeln. Genau. Wenn wir das überhaupt noch prügeln müssen. Dann sind wir nämlich auf jeden Fall mal oben. Ja klar, da oben stehen auf jeden Fall noch zwei. Aber glaube ich, die letzten da oben kommt nichts mehr. Kann sein, ja. Wie startet denn das Ring-Event? Weißt du das noch? Ich bin mir gerade. Jetzt setzt er sich schon wieder hin, also ich muss echt gleich mal mit den Tasten gucken. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das hat. Da oben sind Mobs und das Ring-Event geht quasi los, in dem Moment die ersten killst. Genau, es ist ein Mob da unten, wenn du umlegst, geht's los. Nee, der Named ist ja schon da. Willst du ihn gerade mitnehmen? Vor mal kappen, klar, oder? Natürlich. Gut.
Das gibt's doch überhaupt nicht. Die Katzen. Ja. Katzen. Mittlerweile hat es das ganze Regal abgeräumt. Diese filigranen Tiere, weißt du? Was sind hier mit Kiste und so? Ja, ist aus. War nicht bei mir oben gespawnt. Das hat's gebracht. Wenigstens gab's ey. Was bringt das eigentlich? Erstmal das. Gut, ja, dann würde ich sagen, wir machen hier einen Cut. Hier oben ist safe, genau. Da kommt nichts hin. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis denn dann. Bis dann.